Ebene 99. Die Elfenwerkstätten. Und die Pumpemaschine. Die was? Die Pumpemaschine. Oh. Hier lang, Prinzessin Holly. Bitte, wenn es Fragen gibt, stellt sie ohne Hemmungen. Ja, gern. Hallo. Was tun Sie denn hier so? Ich ziehe diesen Hebel, Prinzessin Holly. Was tun Sie denn noch? Immer nur den Hebel ziehen und die Pumpe kommt raus. Wird das nicht langweilig? Elfen langweilen sich nie. Und ich bin ein Elf. Danke sehr. Gehen wir weiter. Das ist die Formpressmaschine. Oh. Und was haben Sie zu tun? Ich muss den Knopf drücken. Oh, jeden Tag? Ja, jeden Tag. Sie müssen ja enorm geduldig sein. Elfen sind sehr geduldig. Und ich bin ein Elf. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt der Mahlraum. Die Spielzeuge bekommen hier ihre Farbe. Wie spannend. Hallo allerseits. Hallo, Prinzessin Holly. Jeder Elf hat sein spezielles Malgebiet. Einer malt die Augen, ein anderer den Mund und ein dritter die Haare. Beeindruckend. Ich hab gedacht, das machen alles Maschinen. Oh nein, das ist alles Handarbeit. Das sieht nach einer schweren Arbeit aus. Elfen lieben schwere Arbeit. Und wir sind Elfen. Na, da bin ich ja froh, dass ich eine Fee bin. Psst, Nanny. Wie eklig. Guter Junge, Gaston. Nun fällt wohl für dich das Essen aus. Ah, ich sehe, ihr habt mit unseren kleinen Lieblingen Bekanntschaft geschlossen. Lucinda, Gucci und Timmy. Oh, aber wo steckt denn unser Timmy? Timmy! 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 Ist wohl spazieren geflogen. Timmy! Gaston, spuck Timmy aus. Ah, Timmy! Wollten wir Verstecken spielen, kleiner Schlingel? Nun, wahrscheinlich mutet euch unser nächster Raum ein wenig eisig an. Hier drin ist es tatsächlich eiskalt. Ja, der Raum muss unbedingt eine gleichbleibende, extrem niedrige Temperatur haben. Und das kontinuierlich. Alle diese entzückenden Ausstellungsstücke sind nämlich aus Eis. Die sehen wirklich wundervoll aus, Königin Marigold. Ja, sie sind, cool. Bitte auf keinen Fall berühren. Sind sie mit Magie angefertigt? Oh, nicht doch. Das wäre viel zu einfach. Ihr müsst wissen, das Eis, das man dafür benutzt hat, ist vor über 1000 Jahren gefroren. Oh. Sie sind von Bergbaugenomen aus dem hohen Norden handgemeißelt worden. Diese Skulpturen sind absolute Einzelstücke und einfach unersetzbar. Oh, ein Schwan, wie reizend. Ich liebe Schwäne. Oh je. Nanny, was hast du getan? Sie haben dem Schwan den Kopf abgebrochen. Keine Angst, ich zaubere ihn wieder heil. Abracadabroi, als Vogel erstehe das Eisdings da neu. Oh, Nanny, das ist doch kein Schwan. Das sieht aus wie eine Henne. Vielleicht auch wie eine Ente. Es sieht entzückend aus. Ich mag Enten. Hier lang! Schön dranbleiben! So eine Menge Laub. Da muss ich ja drei magische Besen benutzen. Nanny, kannst du uns sagen, wieso die Blätter von den Bäumen fallen? Gott weiß warum. Die Herbstblätter sehen ja so hübsch aus. Oh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dir gefallen, Violet. Aber sie bedeuten natürlich auch mehr Arbeit für mich. Das hier sieht genauso aus wie das, was Ben an seinem Hut trägt. Es ist ein Eichenblatt. Dann wird es wohl vom Elfenbaum stammen. Ich weiß nicht, wieso Elfen in einem Baum leben müssen. Und überhaupt, wozu sind Bäume schon gut? Oder Herbst? Grummeln Sie schon wieder, Nanny. Sie sollten sich lieber freuen. Der Herbst ist da. Ja, Eure Majestät. Wo willst du mit den Blättern hin, Nanny? Ich bringe sie dahin zurück, wo sie herkommen. Warte auf uns, Nanny. Wer sammelt Laub am besten ein? Elfen sammeln Laub am besten ein. Hallo, weiser alter Elf.
Ich bringe euch nur eure Blätter wieder zurück. Oh, danke schön, Lady Plum. Hallo Mädels. Hallo Jungs. Was für wundervolle Farben die Blätter haben. Da, die Blätter, die an euren Hüten stecken, haben auch die Farbe verändert. Oh, so eine Überraschung. Sehr interessant. Lasst uns fangen spielen. Oh ja. Gefangen, du bist. Wartet, ich war ja noch gar nicht so weit. Bist. Du kriegst mich nicht. Oh, dort ist ein schöner Vogel. Wo? Bist. Du hast mich ausgetrickst. Bist. Holly ist dran. Mich kriegst du nicht. Ich bin viel zu schnell. Oh, sieh nur, ein Eichhörnchen. Denkst du, ich lass mich so leicht von dir austricksen? Nein, Ben, hinter dir ist wirklich ein Eichhörnchen. Dreh dich um. Ein Eichhörnchen! Sei ganz ruhig, Ben Elf. Hier, das ist die Hauptkabine. Die Kabine ist ein wenig klein geraten. Da bleibe ich lieber gleich unten in der Küche. Der Küche? So etwas gibt es hier nicht. Keine Küche? Wofür braucht man denn dann den ganzen Platz? So viel Platz brauchen wir für den Treibstoff, Nanny Plum. Ich habe genau ausgerechnet, wie viel Treibstoff erforderlich ist für eine Reise zum Mond. Wo finde ich denn die Toilette? Die existiert nicht. Das heißt, Sie müssen gehen, bevor Sie starten. Keine Toilette? Aber nach einem Picknick am Strand muss man sicher mal... Nanny Plum! Es gibt kein Picknick am Strand, verstanden? Das ist eine sehr ernsthafte Mission. Wir reisen doch schließlich zum Mond. Achtung, alle Astronauten, Raumanzug anlegen und fertig machen zum Start. Wofür ist das gut? Im Weltraum gibt es keine Luft, deshalb braucht man diesen Schutzanzug. Aber wir können doch zaubern, um zu atmen. Nein, Zauberei ist nicht gestattet an Bord der Elfenrakete. Alle müssen ihre Zauberstäbe hier zurücklassen. Na schön. Astronauten an Bord der Rakete! Königin Aurikel, würdet ihr mich bitte begleiten? Wir gehen in den Bodenkontrollraum. Oh. Systeme checken. Triebwerke bereit? Triebwerke startklar. Computer bereit? Computer ist online. Treibstoffsystem bereit? Treibstoffsystem in Ordnung. Startet den Countdown. 10. Ich möchte allen viel Glück wünschen. Ihr werdet an einen Ort gelangen, wo noch nie ein Elf vor euch war. Eine Fee auch nicht. Auch keine Fee. Entschuldigung, Holly. Ihr werdet an einen Ort gelangen, wo noch nie ein Elf oder eine Fee vor euch war. Wie wäre es denn mit einer Backkartoffel, gefüllt mit Kartoffeln, dazu Pommes frites und Püree und obendrauf ein Spiegelei? Nein, Nanny. Sie erwarten, dass man etwas Modernes kocht. Es kann auch Haferbrei sein. Das ist keine moderne Kochkunst. Was ist denn moderne Kochkunst, Mami? Das sind äußerst delikate Speisen in ganz, ganz winzigen Portionen. Dann kriegen Sie winzige Portionen. Gut gemacht, Nanny. Die ist nicht groß. Natürlich wird sie wieder größer, wenn der Zauber aufhört. Wann wird dieser Zauber denn wohl aufhören, Nanny? Ich würde sagen, jetzt. Entschuldigt bitte. Es ist ja nicht nur eine Frage der Größe der Speisen, Nanny. Moderne Küche ist recht extravagant. Kein Problem. Nanny hat ja noch bis morgen Abend Zeit, sich etwas einfallen zu lassen. Ja, Eure Majestät. Gut, dann ist das geklärt. Nanny, weißt du denn schon, was du kochst? Keine Ahnung. Morgen, Holly. Na los, komm raus spielen. Nein, Ben. Heute muss ich Nanny dabei helfen, zu lernen, wie man kocht. Aber Nanny Plum ist doch eine richtig gute Köchin. Die beste Köchin auf der ganzen weiten Welt, Ben. Aber sie kann noch nichts Modernes kochen. Wieso soll sie denn auf einmal etwas Modernes kochen? Sowas essen König und Königin Marigold gern und sie kommen heute Abend zu uns zum Essen. Dann kann Nanny nur eins helfen. Das ist ein Kochbuch. Komm mit. Warte auf mich. Wo fahren wir denn nur hin? Zur großen Elfenbibliothek. Oh.
Verzeihen Sie bitte, weiser alter Elf. Ruhe! Das ist eine Bibliothek. Entschuldigung. Oh, in meiner Wohnung ist er auch nicht. Unsere Tür geht nicht auf. Warte, Junge, lass mich ran. Wie mir scheint, haben wir jetzt den Vogel gefunden. Aber bitte ruhig bleiben und nur keine Panik. Schnell, alle sofort raus! Sind um euer Leben! Hallo, Ben. Hallo, Holly. Ein riesiger Vogel sitzt in unserem Baum. Ja, ich habe ihn zuerst gesehen. Es ist ein Specht, mein Junge. Das ist völlig korrekt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sich Eure Majestät auch für Vogelkunde interessiert. Oh ja, ich bin ein Vogelbeobachter. Hier ist mein Abzeichen. Dann ist es ja sehr gut, dass ihr aufgetaucht seid. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Führt mich zu dem Vogel. Was für ein Glück, dass ihr hier reinschaut, Eure Majestät. Der Specht hockt in unserer Wohnung. Er baut sich ein Nest. Und bald werden da drin Eier liegen. Die werden ausgebrütet und dann wimmelt es hier nur so von Spechtjungen. Und Vogeljunge der Spechte lassen sich nur extrem selten beobachten. Fantastisch! Wenn sie schlüpfen, dann komme ich zurück und hake sie in meinem Buch ab. Jetzt heißt es handeln. Sofort, bevor der Vogel Eier gelegt hat. Das lasse ich nicht zu. Ich will doch hier die Jungen beobachten. Der Baum ist für Elfen, nicht für Spechtfamilien. Doch nistende Kreaturen dürfen nicht gestört werden. Das ist Gesetz. Seit wann? Seit heute. Durch königlichen Befehl. Oh, da steht's schwarz auf weiß. Dann müssen wir gehorchen. Elfen brechen niemals das Gesetz. Und wir sind Elfen. Prächtig, das wäre geordnet. Darf ich hier bleiben, Daddy, um mit Ben weiter nach dem Specht zu sehen? Ja, Holly, ich muss meine Vogelbeobachtungen fortsetzen. Ja. Elfenrakete an Bodenkontrolle. In ein paar Minuten werden wir den Mond erreichen. Das ist sehr gut, Mr. Elf. Sie sind genau auf dem richtigen Kurs, um im Meer der Stille zu landen. Fabelhaft. Und dann machen wir da am Ufer ein schönes Picknick. Ach, Nanny Plum, ein für alle Mal. Wir veranstalten dort kein Picknick. Wieso nicht? Weil das kein Ausflug, sondern eine ernsthafte Elfenmission zum Mond ist. Das spricht nicht gegen ein Picknick. Alle bereit? Wir sind im Begriff, einen Ort zu betreten, den noch niemals ein Elf vor uns betreten hat. Und eine Fee auch nicht. Oh ja, Entschuldigung. Wir sind im Begriff, einen Ort zu betreten, den noch niemals ein Elf oder eine Fee vor uns betreten hat. Juhu! Juhu! Sieh nur, wie hoch ich springen kann. Das ist fantastisch. Los jetzt, es ist genug rumgealbert. Hier ist mein Ablaufplan für die Mission. Erstens, Landung auf dem Mond. Gut. Zweitens, Setzen der Flagge. Ich bin jetzt der König des Mondes. Flagge setzen? Gut. Drittens, der Heimflug. Und was ist mit dem Picknick? Irgendwie haben sie das Ufer des Meeres verfehlt. Ja, wo finden wir denn nun das Meer der Stille? Ich würde gern paddeln. Ach, das sogenannte Meer der Stille ist kein Meer, das Wasser enthält. Es ist voller Sand. Und wohin gehen dann die Aliens, wenn sie Lust haben zu schwimmen? Aliens? Nanny Plum hat gesagt, es gibt vielleicht Aliens auf dem Mond. Das ist doch lediglich ein Märchen, nichts sonst. Hört auf zu spielen, ich brauche alle zur Vorbereitung der Party. Party? Daisys und Poppys Geburtstagsparty. Oh nein! Party, Party! Zwei kleine Zaubergören sind schon schlimm genug. Wenn aber noch alle ihre kleinen Freunde hier aufkreuzen, wird es ganz, ganz furchtbar. Ein Vorschlag. Wir machen eine Party, dazu laden wir aber gar keine Gäste ein. Ta-ta-ta-ta. Ich habe unsere Einladung zur Party rausgeschickt und es werden auch alle kommen. Oh, und wer kommt? Der kleine Tarquin. Tarquin mag Party. Oh nein, Tarquin ist ein Monster. Dann wäre da Ruby. Nicht meine kleine Schwester. Selbst ihr Zauberstab ist ungezogen.
und Nessie 11. Meine kleine Schwester, sie trägt eine Brennnessel am Hut. Und es tut höllisch weh, wenn man sie berührt. Nessie 11 ist von allen die frechste, absolut. Was soll man erwarten, wenn sie die Nichte von diesem Piratenungeheuer ist? Ja, Rotbart, der Elfenpirat. Die Party wird sicher noch ein schreckliches Desaster werden. Keine Sorge, ich habe sie durchgeplant. Es gibt magische Spiele, gefolgt von meiner magischen Show und es endet mit magischem Gelee. Magie, ja! Ich lag falsch. Die Party wird durchaus nicht zu einem Desaster. Sie weitet sich aus zu einer Katastrophe. Dankeschön, Eure Majestät. Ich weiß was, König Aurikel. Die Lösung wäre eine Elfenparty. Eine was? Eine Elfenparty. Da ist Zauberei absolut nicht gestattet. Und was wird aus meiner magischen Show? Zaubershows mögen die lieben Kleinen so. Wir haben den großen Visardo, einen Elfenzauberkünstler. Er zaubert natürlich nicht wirklich. Das sind alles nur Tricks. Mir gefällt das, Ben. Klingt doch völlig sicher. Ja, und langweilig. Ganz genau. Hallo, ihr Landratten! Das ist Rotbart, der Elfenpirat. Jo, ho, ho, Land in Sicht, ahoi! Sollte ein Schiff so schief liegen wie seins? Vermutlich liegt das am Gewicht der ganzen Schätze. Wir sinken! Verlasst das Schiff! Verlasst das Schiff! Verflucht! Mein Schiff und meine Schätze ruhen nun für immer auf dem Grund des Meeres. Sehr traurig. Also, wie ich eingangs sagte, dies ist der perfekte Tag, um das Unterseeboot zu testen, weil keine anderen Schiffe auf dem See sind. Aber was wird aus Pirat Rotbart schätzen? Ja, meine Schätze! Wie kriege ich sie nur zurück? Wenn es nur irgendeinen Weg gäbe, unter der Wasseroberfläche dahin zu segeln und danach zu suchen. Ja, das wäre großartig. Wie auch immer, zurück zu meinem Unterseeboot. Es hat einen... Das Unterseeboot! Wir können das Unterseeboot benutzen! Sehr gute Idee! Langsam! Das Elfenunterseeboot ist nur ein Spielzeug. Es ist nicht für Abenteuer konstruiert. Oh, also dann ist es gar nicht unterwassertauglich. Na sicher ist es das. Vermutlich sinkt es wie ein Stein nach unten. Unsinn, natürlich nicht. Gut, dann wäre das also klar. Captain Rotbart, unser Unterseeboot steht Ihnen hiermit zur Verfügung. Dankeschön, Eure Majestät. Das... Ich muss noch eine Mannschaft suchen. Ei, ei, Captain Rotbart. Ich will auch. Und ich. Ich dann am besten auch. Wenn es Probleme gibt, kann ich uns mit Magie heraushelfen. Nein, Nanny Plum. Auf dem Elfenunterseeboot ist Magie streng verboten. Weil wir Elfen sind. Und Elfen wollen niemals zaubern. Ja, das wissen wir schon. Polly, meine treue Gefährtin, du musst hier auf mich warten. An Land. Mr. Elf, Sie steuern das Unterseeboot. Ei, ei. Ben und Holly, macht die Maschine startklar. Ei, ei, Captain. Ich lese den Zeitplan vor. Erstens Zelt aufstellen, zweitens Kleidung aufhängen, drittens Lagerfeuer machen, viertens... Dad, es sind doch Ferien. Versuch es locker anzugehen, Mr. Elf. Ich gebe mir Mühe, Mrs. Elf. Wir sind da. Yippidi-duda! Werden wir hier auch ein bisschen tanzen? Ja, und singen wir auch? Es wird weder gesungen noch getanzt. Reines Camping. Hier ist das Zelt. Ich kann es mit Zauberei ganz schnell für uns aufstellen, Mr. Elf. Holly, ich würde es begrüßen, wenn ihr hier nicht zaubern würdet. Ihr müsst immer daran denken, dass hier Elfen zelten. Elfen betreiben Camping schon seit Hunderten von Jahren. Und wir stellen Zelte mit geschlossenen Augen auf. Wow! Ein Elfenzelt! Hurra! Sehr schön. Jetzt fangen unsere Ferien an. Ja. Und das bedeutet, dass wir die Ferienarbeiten ausführen müssen. Ferienarbeiten? Der Liste nach folgt, Kleidung aufhängen. Wir sind doch aber gerade erst hier angekommen. Wieso sollen wir denn da schon unsere Kleidung aufhängen? Ein Zeltplatz kann niemals aufgeräumt und sauber genug sein. Ich zerteile jetzt die Orange. Mrs. Elf, wieso halten denn Orangen die Gnome fern? Es ist der Geruch. Gnome hassen nämlich den Geruch von Orangen. Oh! So. Nun sind wir sicher. Als nächstes steht auf der Liste Holz sammeln für das Lagerfeuer. Hier liegen viele Stöcke. Hier liegen noch mehr. Sehr schön. Das sind genug Stöcke.
Hallöchen. Mein Gnom. Was dagegen, wenn ich mich dazu geselle? Naja. Dankeschön. Ich bleib auch höchstens für eine Woche oder zwei. Oh nein. Wir haben eine Orange. Ja, vermutlich hätte ich sie auch gar nicht gefunden ohne den Duft dieser Orange. Hassen Gnome nicht eigentlich Orangen? Normalerweise ja. Doch gerade mache ich eine Ausgewogenheitsdiät. Oh je. Halli, Romy. Na, wie läuft es mit euren Übungen? So richtig gut läuft es nicht. Hollys Zauberstab ist zerbrochen. Wie konnte das passieren? Eigentlich habe ich ihn ganz vorsichtig bewegt, nur dann ist er... Sie schlug damit gegen den Stein. Das war reichlich ungeschickt. Tut mir leid, Nanny. Keine Sorge, den kriegen wir schnell repariert. Hurra! Also wirst du ihn sicher mit Zauberei reparieren, Nanny. Oh nein, ich kann das leider nicht. Wieso nicht? Zauberstäbe können zaubern, aber Zauberei erschafft keine Zauberstäbe. Wie bei Huhn und Ei. Hühner machen Eier, aber Eier keine Hühner. Aus den Eiern kommen noch aber die Hühner. Na, wie auch immer. Der springende Punkt ist, dass ich Zauberstäbe nicht durch Zauberei reparieren kann. Und wer kann sie reparieren? Die Elfen machen das. Die Elfen? Zauberstäbe? Stimmt das denn wirklich? Oh ja, natürlich. Eigentlich weiß das doch jedes Kind. Elfen sind richtig gut im Herstellen von Zauberstäben. Und wir sind Elfen! Los, auf zur Elfenfabrik! Nanny, Zauberstäbe haben mit Zauberei zu tun und Elfen zaubern doch nicht. Sie benutzen die Zauberstäbe ja auch nicht. Sie stellen sie einfach nur her. Guten Morgen. Was kann ich für euch tun? Ich habe meinen Zauberstab zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Einen Moment bitte. Weiser alter Elf? Weiser alter Elf, bitte umgehend an der Rezeption melden. Ah, Prinzessin Holly, was kann ich denn Schönes für euch tun? Hollys Zauberstab ist zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Verstehe. Keine Sorge, das wird schnell repariert. Folgt mir. Ich frage mich, was für ein Tier Nanny Plum wohl gezaubert hat für Daisy und Poppy. Solange es nicht groß ist, ist es mir egal. Darf ich das neue Haustier der Zwillinge vorstellen? Pippin. Eine Ratte! Nein, Eure Majestät. Pippin ist ein entzückender kleiner Hamster. Oh, wie süß. Pippin hat dich also gern, Daddy. Oh, er ist richtig goldig, nicht wahr? Goldig? Dieses Wort hatte ich dafür nicht gerade im Kopf. Ich denke, er wäre fröhlicher, wenn er draußen leben könnte. Ja, durchaus. Zurück, Pippin. Alles ist gut, solange ihr nicht zeigt, dass ihr euch fürchtet. Zurück, Pippin. So, Pippin. Willkommen in unserem Schlosshof, deinem neuen Zuhause. Ich hoffe, dass es Pippin nicht langweilig wird, wenn er hier wohnt. Man muss ihm was zum Spielen holen. Und Hamster haben gern große Mengen Stroh. Können wir Pippin jetzt etwas zu fressen geben, Nanny? Füttern! Ja, und was zu trinken. Oh, jetzt dürfte sich Pippin hier zu Hause fühlen. Oh, wieso ist unser schöner Schlosshof denn voller Stroh? Das ist für euren Hamster, Eure Majestät. Meinen Hamster? Das ist lustig. Der Schlosshof sieht aus wie ein Hamsterkäfig. Ja, äußerst amüsant. Wieso rennt ihr denn die ganze Zeit wie wild geworden herum? Hamster rennen sehr gern so herum. Hallo, Ben. Hallo, Gaston. Hallo, Horror. Seid ihr alle bereit zu unserer Besichtigungstour durch die Elfenfabrik? Ja! Dann hier entlang, bitte. Alle an Bord. Nächster Halt. Level 99. Festhalten. So, da
wären wir, in der Elfenfabrik. Du lieber Himmel, da liegt ja ein riesiger Müllberg. Sie räumen hier wohl niemals auf. Das ist durchaus kein Müll, Nanny Plum. Das ist das Rohmaterial, aus dem wir unsere wundervollen Spielzeuge herstellen. Die Plastikflaschen werden zu dieser Masse verarbeitet. Aus den alten Konservendosen werden Zahnräder für Uhrwerke. Und das ganze alte Papier und die Kartons kommen in diese Verarbeitungsmaschine. Daraus werden solche Pappen gepresst, die dann zu neuen Verpackungen für unsere Spielzeuge gefaltet werden. Wow! Das ist wirklich clever. Elfen sind wirklich clever. Und wir sind Elfen! Hier lang! Hui! Hui! Die Elfenfabrik produziert in jeder Sekunde ein neues Spielzeug. Wenn ich sagte, ihr seid wahnsinnig dämlich, dann meinte ich, ihr seid wirklich clever. Das scheint sie nicht zufriedenzustellen. Wenn ihr was zu essen wollt, kann ich euch das mit meinem magischen Picknickkorb herbeizaubern. Was würdet ihr denn gern essen? Sie sagt süße Dinge. Und was für süße Dinge? Gelee? Oh, ich zaubere gern Gelee. Vorsicht, Nanny Plum. Wir wollen keine neue Geleeflut. Keine Sorge. Ich weiß schon, was ich tue. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring uns Gelee in Maßen her. Wollt ihr noch mehr? Kein Problem. Vorsicht, Nanny Plum. Oh, Mr. Elf, keine Panik. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Nanny, jetzt wollen Sie alle Gelee. Große Güte, wir haben doch nicht so viel Zeit. Da werde ich wohl viel mehr zaubern müssen. Nein, Nanny Plum! Viel mehr davon her. Oh, die Geleeflut! Oh. Die Geleeflut zeigt uns jetzt den Weg nach draußen. Oh. Oh. Eine Geleeflut! Oh. Ich kann etwas von unten hören. Was ist das? Was rufen Sie da? Geleeflut? Was ist Geleeflut? Geleeflut! Oh. Ach, Gelee! Hallo Holly, hallo Ben. Hallo, weiser alter Elf. Haben Sie es schon gehört? Der König lehnt dieses Jahr seine Geburtstagsparty ab. Ja, dabei haben wir schon so viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Und die Elfenband hat extra ein besonderes Ständchen komponiert. Hört her! Umpa, Umpa, König Aurike ist als König schon alt. Dazu kommt heut ein neues Jahr. König Aurike hat auch schon graues Haar. Glückwunsch von uns allen, na klar! Das war ganz reizend. Allerdings will er den Geburtstag nicht feiern, weil er denkt, er sei inzwischen zu alt. König Aurike ist doch noch nicht alt. Ich habe T-Shirts, die älter sind als er. Wirklich? Ich bin sicher, noch ein bisschen Aufmunterung wird sich das geben. Das haben wir versucht. Es hat nicht funktioniert. Und ich befürchte, wir werden letzten Endes keine Party feiern. Es gibt keine Musik. Auch keinen Tanz. Und ein Feuerwerk auch nicht. Der König hat doch Überraschungen sehr gern, nicht wahr? Ja. Dann schlage ich vor, wir veranstalten für ihn eine Überraschungsparty. Er hat doch aber gesagt, er will keine Geburtstagsparty. Ja, ja. Deswegen soll es ja gar keine Geburtstagsparty werden. Es gibt Musik, es wird getanzt und es gibt ein Feuerwerk. Doch niemand erwähnt dabei das Wort Geburtstag. Toll!
toll! Ein fantastischer Einfall! Das ist brillant! Komm mit, Ben! Wir müssen uns für die Party fertig machen! Ich rufe alle Elfen! Unsere Aufgabe ist die Vorbereitung einer Überraschungsparty! In Ordnung! Hallo, Daddy! Ich habe da etwas Schönes für dich. Was ist das? Na, mach es doch auf! Ich sagte, keine Geburtstagskarten. Und das ist auch keine Geburtstagskarte. Diese Karte soll dir heute nur sagen, was für ein lieber Daddy du bist. Oh.